Sie wollten schon immer ein neues Haus, eine Wellness-Oase in Ihrem Garten. Egal, was Sie planen, schon einmal etwas von McCube, Häuser zum Mitnehmen gehört? Grüß Gott bei einer neuen Ausgabe von Sprechakte. Zu Gast in unserem Studio in Unterbergern ist Oliver Besendorfer, Geschäftsführer von McCube. Wie kommt man auf die Idee, Häuser zum Mitnehmen zu planen und wer kauft diese Häuser? Ich habe in der Vergangenheit schon mal Häuser verkauft und ich habe mir da irgendwo überlegt, was wäre für eine bessere Alternative, als wie das, was schon gibt, beziehungsweise warum passen wir uns immer den Häusern und die Häuser nicht an uns? Das war mal der Grundgedanke. Und parallel dazu habe ich mit meinem Sohn diskutiert, der wollte ein Haus bauen, aber nur so eine mobile Wohnanlage, also so ein mobiles Wohnheim. Und ich habe dann gesagt, sie haben baut doch ein gescheites Haus. Und der hat dann gesagt, warum soll man ein großes Haus bauen mit viel Kredit? Ich weiß ja nicht, wo es in Zukunft sein wird. Und habe dann bemerkt, dass die Leute viel flexibler heute sind wie früher. Okay, jetzt ist die Idee geboren. Wie geht man die Sache heran, dass man dann auf die Idee kommt, andere Häuser zu bauen als die herkömmlichen? Ich habe mir einfach den Bedarf angeschaut. Also es gibt heute sehr viele Menschen, die über 60-Jährigen bauen heute am meisten und die wollen einfach kleinere Häuser haben. Früher hat man so 130 bis 150 Quadratmeter gebaut, heute baut man 90 Quadratmeter. Warum? Weil früher hat man halt einfach größer gebaut, weil man dachte, die Kinder bleiben da, man hat gebaut für die Kinder. Aber wenn die Kinder dann draußen sind, und das passiert ja meistens so ungefähr nach 18 Jahren, dann hat man meistens eine sehr große Hütte, die man dann putzen, pflegen, da halten muss. Und das wird dann oft mühsam oder auch teuer und darum geht man dann her und verkauft das und baut dann was Kleines. Jetzt habe ich gedacht, okay, was wäre, wenn man von Anfang an gleich eine Einheit baut, die kleiner ist und modular etwas dazu bauen kann, nämlich zum Beispiel ein Kinderzimmer-Cube. Ne? Das heißt, man ist ein Single, kriegt eine kleine Einheit mit 50, 60 Quadratmeter. Es klopft der Storch an und man kriegt dann ein Kinderzimmer-Cube dazu und nach 18 Jahren gibt man dem Kind dann Kinderzimmer-Cube wieder mit. Und somit hat man dann wieder die kleine ursprüngliche Einheit, die man dann heizen, pflegen und auch erhalten kann. Parallel dazu gibt es ja auch die Möglichkeit, jede zweite Ehe wird geschieden, dass man dann zum Beispiel das Haus auch teilt, wenn man sich nicht einig wird. Jeder kriegt eine Hälfte und sie sind wieder gut, zumindest finanziell. Jetzt hast du gesagt, man kauft jetzt einen kleinen Teil, kauft man jetzt also ein Single-Haus. Ja. Und dann kommt der Storch, bringt einen Nachwuchs. Wie funktioniert das? Gibt es da vorgefertigte Türen oder wird das dann ausgeschnitten? Oder wenn ich jetzt was dazu bauen will? Nachdem wir aus massivem Holz bauen, das sind massive Holzwände, kann man jederzeit das ausschneiden, was man dazu baut. Es ist von der Technik her so geplant, und das ist sehr viel Entwicklungsarbeit passiert im letzten Jahr, dass man das dazu bauen kann und auch wieder wegnehmen kann. Also jeder Cube lebt automatisch autonom, elektronisch, also die Elektroinstallation ist in jedem Cube so verlegt, dass er, wenn man abkoppelt, dass das dann wieder weiter funktionieren kann. Okay, jetzt haben wir die Bauweise, haben wir noch nicht ganz besprochen, aber jetzt habe ich ein Grundstück und wie gehe ich da jetzt gesetzlich vor? Wir nehmen in Österreich, wir brauchen überall Genehmigungen. Mhm. Jetzt kaufe ich mir sowas Kleines und das wird mir genehmigt. Wie funktioniert das? Das heißt, es ist ein ganz normales Wohnhaus, ich kann es ganz normales Wohnhaus einreichen. Vielleicht da am Rande noch, dass wir gar nicht mehr betonieren, also dafür kein Betonfundament mehr gemacht, sondern es kommen nicht mehr Schrauben rein. Es hat mehrere Vorteile. Es ist auch günstiger und das Haus ist in der Luft und es ist Luft dazwischen. Und ich kann es auch jederzeit wieder wegnehmen und die Schrauben rausnehmen, wenn man übersiedelt zum Beispiel. Und ich kann aber rein theoretisch, weil das nicht fix verbunden ist mit der Erde, das irgendwo woanders hinstellen. Aber das ist eher ein bisschen kompliziert. Wir arbeiten auch an Lösungen, dass man diese Häuser autonom, autark irgendwo aufstellen kann, produziert den Strom selber, das Brauchwasser selber, Trocken-WC wird auch gehen. Aber sonst ist es ein normales Wohnhaus, wird auch ganz genauso eingereicht. Und für mich interessant jetzt, aus welchen Materialien wird das gebaut? Uns ist ja wichtig, dass wir die Materialien aus Österreich verwenden, also was es in Österreich gibt, verwenden wir. Das Holz kommt eben aus dem Dunkelsteinerwald, also aus dem Großraum von der Gegend. Ist eine massive Wand, ist verleimt, ist 10 cm dick und dann ist außen noch eine Isolierung drauf. Die kommt aus dem Waldviertel, nämlich Hanf. Und somit ist es ein Niedrigenergiehaus von Haus aus.
Kann aber ein bisschen mehr isolieren, und wenn es richtig ausgerichtet ist, dann kann ich auch Passivhaus draus machen. Da kommen wir jetzt dann schon zu einem entscheidenden Moment, den Kosten, gegenüber jetzt einem normalen Haus. Also die Kosten sind relativ gering. Dadurch, dass das Haus immer fertig geliefert wird, das heißt fertig, hast bezugsfertig. Bezugsfertig in einem Tag übrigens. Das heißt, wenn Sie das Haus geliefert bekommen, können Sie am selben Tag einziehen, weil es immer auch fertig geliefert wird. Warum wird es fertig geliefert? Weil wir eine Qualität garantieren wollen. Das heißt, wenn das alles aus einer Hand kommt, eben nicht nur von unseren Leuten und unseren Systempartnern, dann kann ich garantieren, dass das mängelfrei einfach montiert worden ist und auch zusammengebaut worden ist. Wir liefern die einzelnen Cubes, stellen sie hin, montieren sie zusammen. Dann habe ich mehrere nebeneinander. Das ergibt dann ein größeres Haus und dadurch mängelfrei. Die Kosten selber sind genauso wie ein normales Fertighaus, eher sogar günstiger, weil bei uns automatisch das Fundament dabei ist. Wir liegen von 1600 bis 2000 Euro im Quadratmeter. Und wie plane ich das Haus jetzt? Ich entscheide mir jetzt, ich habe ein Grundstück, geht jetzt nach Unterbergern, gibt es Grundstücke, kaufe ich mir und komme dann zu dir und sage, ich möchte ein Haus. Kann ich das mitplanen oder gibt's da vorgefertigte Module, wo ich sage, okay, das und das kann ich mir aussuchen? Es gibt vorgefertigte Module, aber meistens wird individuell geplant. Auf die Personen hin, eben das Haus soll sich ja den Menschen anpassen, nicht umgekehrt. Und auch aufs Grundstück hin. Es soll ja auch von den Richtungen her passen. Also wo ist Süden, da ist dann das Wohnzimmer, dass man auch genügend Sonne hat. Also man kann individuell planen. Was mir besonders gefallen hat, ich habe ein bisschen auf der Internet und auch im Prospekt ein bisschen nachgeschaut. Da steht drinnen, wenn ich jetzt das Haus nicht mehr dort haben will, wo ich das ursprünglich geplant habe, dann brauche ich nur einen Kran besorgen, löse die Schrauben und kann alles drin lassen und das wird mal übersiedelt. Genau. Stimmt das auch so, wie es im Prospekt steht? Genau, das heißt, die Häuser zu mitnehmen und das Übersiedeln wird leicht gemacht. Wenn schon mal wer übersiedelt hat, dann weiß, da kommt ganz schön viel Material zusammen, viele Schachteln zum Schleppen, das ersparen wir bei MyCube. Ich habe alles in das Gewand in den Kasten drinnen und kann so übersiedeln. Das heißt, ich lasse alles drinnen und übersiedelt. Und das ist auch nicht so teuer, wie man normalerweise glaubt, weil der Transport ist eigentlich der geringste Anteil. Kommen wir zu den Informationen. Wo kann sich jetzt wer, ich sehe da im Publikum schon einige, die schon nachdenken, die haben alle schon ein Grundstück, wollen sie natürlich nicht scheiden lassen, aber sie wollen sich mal klar anfangen zum Ausbauen. Wo kann man sich da informieren? Einmal vorab, ohne dass man jetzt die schon bemüht. Natürlich auf der Homepage www.leq.at. Man kann sich auch Häuser anschauen, die schon stehen bzw. mit uns ins Gespräch kommen. Wie lange dauert es dann vom ursprünglichen, ich möchte ein Haus bauen, bis zum Einziehen? Das haben wir schnell, nämlich 8 bis 12 Wochen. Das heißt, 8 bis 12 Wochen ist Lieferzeit. Wir stellen in einem Tag die Schraubfundamente auf, am nächsten Tag das Haus drauf und am Abend können Sie schon einziehen ins fertige Haus. Jetzt gibt es ja da eine ganz tolle Sache. Und zwar hast du die Chance gehabt, dein Produkt bei Puls 4 bei der Sendung 2 Minuten, 2 Millionen zu präsentieren. Erzähl uns ein bisschen was, wie ist das da vor sich gegangen, was kann man sich davon erwarten, beziehungsweise ja, wie war das dort? Es war eine wertvolle Erfahrung, es war wirklich sehr lustig und auch sehr sehr angenehm, weil wir sind dorthin gekommen und haben unser Produkt präsentiert in 2 Minuten und haben auch einen Investor gefunden, der mit 25% Beteiligung in die Firma einsteigt, einen gewissen Betrag einbezahlt und auch ein großes Projekt bringt. Das freut mich sehr, weil der bringt auch sehr viel Erfahrung und sehr viel Marketingwissen mit, das was uns nicht schadet. Parallel dazu starten wir im März bei Conda. Conda ist eine Crowdfunding-Plattform, wo jeder Mensch dabei sein kann und auch investieren kann. Also ab 50 Euro ist man dabei und kann eine Erfolgsgeschichte von MyCube mit investieren. Der kriegt sogar Zinsen dafür und kriegt es nach 10 Jahren wertgesteigert wieder zurück. Und was habe ich dazwischen? Wenn ich jetzt sage, ab wie viel kann ich einsteigen? 50 Euro. 50 Euro und nach oben limitiert? Ich glaube 3000 Euro. Und was, wenn ich jetzt zur Bank gehe und dort 50 Euro einlege, kriege ich mengenhaft Zinsen? Was kriege ich bei MyCube? Also ich glaube, bei der Bank kriegst du dann weniger, aber 50 wäre die Beordnungsgebühren dann schon so wie es sind. Sie kriegen 4,5% Zinsen und eine Wertsteigerung. Das heißt, ist die Firma nach 10 Jahren zum Beispiel 10-mal so viel wert, und ich habe 10.000 Euro einzahlt, kriege ich dann 10.000 Euro
raus. Und jedes Jahr 4,5% Zinsen. Aber ist man gesichert, dass ich zumindest die 1.000 Euro kriege? Gesichert ist es nicht. Also würde die Firma zum Beispiel bankrott gehen, dann ist das Geld weg. Okay, das ist ein gewisses Risiko. Die Sendung wird ja ausgestrahlt. Am 12. März. 12. Ja. März. Und dann anschließend natürlich auf www.puls4.at kann man das auch abrufen. Mhm. Ja, schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Wohin soll die Reise mit dir, Oliver, und mit deinem Projekt und deiner Firma gehen? Also wir haben momentan unseren Schwerpunkt ja auf Wohnhäuser gelegt, aber wir haben jetzt in letzter Zeit sehr viele Anfragen auch im Bereich von Office Cubes und auch von Motels und Working Station. Office Cubes ist eine interessante Geschichte, weil wenn man jetzt zum Beispiel selbstständig ist und man will ein Büro haben, kann man sowas im Garten reinstellen. Dann stellt man einen Office Cube hin und kann den dann in kurzer Zeit abschreiben, weil es eine mobile ist. Also ich habe meinen Arbeitsplatz zu Hause. Oder auch eine Working Station, wenn ich zum Beispiel ein Therapeut bin oder so. Oder Fotograf. Und es gibt auch extrem viele Anfragen wegen Motels. Warum? Weil es voll interessant ist, wenn ich zum Beispiel irgendwo einen Grund habe auf einer stark befahrenen Straße, dann stelle ich einmal 10 Einheiten hin, ein Motel, geht's gut, stehen nur 20 dazu, geht's nicht, haben wir es wieder weg. Und bin genauso in der Abschreibung eine mobile und keine mobile und kann sie in kürzester Zeit abschreiben. Ich war erst heute bei einer Großhotelkette in Ungarn, die möchten 25 Einheiten bauen. Das heißt, ich sehe die Zukunft sehr, sehr gut eigentlich, weil die Anfragen so viel sind und ich denke auch, dass McCube noch über sich hinauswachsen wird. Kann man sich schon in der Nähe oder irgendwo, wenn ich jetzt das Interesse habe, sowas anschauen? Ja, wir haben vor kurzem erst eines gebaut in Winklern, das ist bei Amstetten. Das ist auch da im Prospekt abgebildet, das hat 96 Quadratmeter. Ist noch eine Frau drin, die erst so zufrieden ist und das steht jetzt auch schon seit dem Winter. Also die hat schon sehr viele Erfahrungswerte zum Erzählen, wie es im Winter war. Ja. Also da ist auch alles Rechtliche schon abgeklärt. Wo man also die Baugenehmigung und so weiter alles bekommen hat, weil es ja schon drin wohnt. Ja, freilich. Ja, mit diesen tollen Informationen sind wir schon wieder am Ende. Die Informationen, wo man die bekommt, blenden wir unten jetzt ein. Alle weiteren Informationen können Sie auch auf dem neuen Internetsender www.wissen.tv.at abrufen. Ich bedanke mich bei dir, Oliver, fürs Kommen, dass du bei uns Gast warst. Gerne. Beim Publikum, das heute zum ersten Mal hier in Unterbergern im Gästehaus Fries das miterleben durfte, möchte ich mich auch recht herzlich bedanken. Wir würden uns natürlich wieder freuen, wenn Sie vielleicht beim nächsten Mal dabei sein würden und Sie zu Hause wieder einschalten, wenn es heißt, grüß Gott bei einer neuen Sendung von Sprechakte.